auch wie früher jetzt eiskalt weiter durchgezogen. Weil wir werden ja schon ein Viertel oder die Hälfte los. So, jetzt ist vorbei, ne? Diese Vergiftung und so. Oh, ich gehe hier auch kein Risiko ein. Die leiten da kurz was ein, ich komme nicht wieder hoch oder so. Da habe ich keine Lust zu. Aber wir haben ja nicht umsonst, das ist jetzt nachweislich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das Wohnungsamt total gegen uns arbeitet. Deshalb haben wir nicht umsonst im Mülltonnen alles gebettelt. Ja. Das ist ja alles drauf auf YouTube Mega Vertigo 2011. Mhm. Ne? Wo heute wissen wir auch, dass die um uns da rumschreien mussten und so. Und doof tun. Ja. Nur für uns. Ne? Dass er immer nur hingeschickt und leer gemacht wird. Das macht man doch nicht. Man weiß ja nicht, was ich mache. Man denkt, ich telefoniere und rede mit irgendjemandem. Ne? Und dann schreibt man das rum, das macht man doch gar nicht. Auch da werden sie wieder sehen, dass man, so, wir haben auch uns total erniedrigt und haben gebettelt und es ist nichts gekommen und man hängt da vor drin. So, deshalb, auch dieses Haus nehmen wir, das ist unser Nenade. Dass wir die Stadt schön renovieren und dann kriegt die Familie Hoffmann wieder. Nichts anderes. Und vorläufig ist es unser, damit hier keiner an uns rankommt. So, und alles, was hier läuft, läuft weiter nur gegen uns. Ne? Weil, das möchte ich auch nochmal erinnern, auch früher, weil jetzt will man da irgendwas erreichen, jetzt ist es schon peinlich, dass wir keinen funktionierenden Briefkasten haben, auch von der Welt. Ne? Jetzt muss man da irgendwas erzwingen. Und dann tut man hier so irgendwie eine Normalität. So nach 2004 haben wir keinerlei Post mehr gekriegt. Das sind also 8 Jahre. 8 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. So und vorher hat man nur mit uns rumgespielt. Das ist ja auch schon ein Loster. Deshalb haben wir uns ja gleich einen Postwagen hier zugelegt. So, aber die Kugel war ja trotzdem dabei. Ne? Hauptamtliche Mitarbeiter in der Staatssicherheit, damals Besengeschware, ne? Also Reinigungskraft. Und dann fing es an bei der Post. Und hat dabei da alles manipuliert. Also, das ist unglaublich. Ne? Also, was für Sprünge, was für wichtige Sachen wieder, wo die ganzen Socken drin sind, um weiter zu manipulieren, zu klauen. So wie man uns fertig gemacht hat, hat man natürlich auf Kosten der DDR-Bürger super schön Geld verdient. Und besonders diese Redensführer und diese angeblich subversive Handlung gegen die DDR gemacht haben und so, die hat man dann im Auge behalten, die hat man so fertig gemacht. Ja. Indem man sie einfach kriminalisiert. So, wenn sich zu doll gewehrt haben, waren sie gleich tot. Oder haben Krebs. Ne? Ja. Und das möchte ich auch nochmal sagen. Man war denn so clever und hat das alles erkannt. Wir waren ja immer betäubt und so, ne? Also, so ein DDR-Bürger, der hat gelernt, der wusste, was los ist. Dass er tot ist, wenn er unverhandelt ist. Und dann so dumm zu sein, dann zu glauben, dass man dann noch lebt hat, ne? Da muss man auch schon ganz schön einen an den Murmel haben, ne? Das möchte ich auch mal DDR-Bürger sagen. Wie blöd sind sie denn da? Im Osten, ne? Haben alles mehr und kommen da nicht drauf, ne? Aber das Dumme kann er erzählen, Adi. Das ist schon ein Ding, dass man da so doof ist. Ja. Wir wurden nur isoliert, ne? Ja. Na, wir haben nur Glück gehabt, weil ich habe kategorisch Nein gesagt. Und dann haben wir einen Zettel gefunden, dass meine Frau trotzdem zur Verstrahlung war. Damit man bei ihr schönen Krebs auslösen kann. Das ist unglaublich. Kategorisch habe ich das sofort abgelehnt. Und sie haben nichts dagegen gesagt. Auch wenn mit einverstanden, meine Argumente haben schon gesessen, die waren sowieso noch alle dumm. So, und das sind jetzt so alle Sachen, die das Vormundschaftsgericht jetzt durchbringt, der Nachricht. Also für die Welt, das sind eigentlich ganz normale Sachen, die man hier nur blockiert. Mehr wollen wir nicht. So, wir wollen jetzt eine vernünftige Wohnung und da hier mindestens jeder erstmal gleich ein Arbeitszimmer. Schön wäre, wenn es sogar 5 Räume wären, damit wir in einem Raum die ganzen Bücher hinstellen. Weil es sieht wirklich so aus, dass wir durch diese ganze Arbeit mit Büchern so eine Art Stauballergie haben. Und auch diesen ganzen Staub, der hier immer ständig aufgewirbelt wird mit diesem Gas. Ja. Deshalb wäre es besser, wenn die Bücher in einem gesonderten Raum kommen würden alle. Ne? Und richtig schöne Bücherschränke, die man schön schließen kann. Genau. Ne? Also, das ist dann schon das Beste. So und alles andere läuft hier in aller Ruhe weiter. Deshalb, es war wirklich so, dann haben wir das näher versucht, hier über die Briefträger zu kriegen und so, dass da nichts ankommt, dass die Bezeugung des Post reingesteckt haben. Da hat man sich total verweigert, ne? Da kam ja gar nichts. Ja, und deshalb vom Straßenreinigungsdienst bis zum Briefträger oder bis sonst was, alles arbeitet hier nur gegen uns.
Von den Hanseloren Mann, die immer was alles behaupten und dann müssen wir immer doof sein. So, und auch mit den Ärzten und so, das wird hier alles nur blockiert. Selbst diese paar Anzeigen, die wir denn da ja gemacht haben und hochgeladen haben und gesichert haben, ein Glück, dass wir die wenigstens haben, dem wurde bis heute nicht nachgegangen. Wir hatten ja sofort diese ganzen Ergebnisse gehabt, die wir hatten. So, man wusste ganz genau Bescheid hier, Justiz und so, dass wir Doppelgänger haben. Das wollte man uns unbedingt nicht sagen, weil das ist doch ein guter Trumpf gewesen, die immer wieder in Aktion sahen und so. Das ist doch wirklich ein wunderbarer Trumpf gewesen, oder nicht, Alex? Das wusste man wirklich, da wusste man wirklich total Bescheid. Von Anfang an. So, und dass wir Kopf sind, das hat man sofort gemerkt. Das hat man sofort gemerkt. Wir haben gedacht, unser Verhalten ist anders, wir wussten es noch nicht. Wir haben es aber im Hinterkopf, im Unterbewusstsein. Aber wir haben ja gedacht, dass wir da so locker sind, weil wir haben nichts zu verbergen. Ne? Das ist eben so, ne? Wir sind so locker, weil wir dazugehören. Und das sollte auch jeder ausgewertet haben, wie wir die immer mal wieder verteidigt haben, wie wütend ich wurde. Immer wieder, wenn ich dann gedacht habe, wie die hier verkloppt wurden. Einfach hier im März oder so, ne? Oder April war das, weiß ich nicht mehr genau. Diesen Jahres. Ist doch nicht normal, oder was? Dass man sich von solchen Pennern da schlagen lassen muss, oder was? Ne? Doch. Und der eine dann so doll verletzt ist und dann keine Zeugen gibt oder so. Das ist doch wohl hier alles nicht normal, oder was? Mhm. Wo leben wir denn hier? Wollen Sie hier ein totales Chaos haben, oder was? Ne? Da stellt man sich doch als Zeuge zur Verfügung. Ist doch egal. Wir haben das doch auch gemacht. Wir haben es doch auch für alle geopfert, oder? Mhm. So, und wenn da ein paar Mann sind, ist doch gut. So, und wenn sie denn als Zeugen danach nochmal schön was auf die Schnauze kriegen, na, dann ist es doch gut. Dann haben sie doch endlich mal was gemacht für dieses Land, ne, Nadel? Das muss ich, entschuldigen Sie, das muss ich einfach mal so direkt sagen. Wir haben es auch gleich riskiert. Wir sehen hier so eine Drogenlagerung, die haben uns hier sofort so komisch gewirkt und vermöbelt. Ne? Weil es sollten keine Flecken entstehen und so im Gesicht und so. Und wir hatten ja dicke Jacken an. Und wollten uns gleich kalt machen wie die Schneemänner. Das war uns total egal. Und das ist mir doch egal. Das sowas lasse ich mir doch nicht bieten. So, und da gab es auch keine Ermittlungen, gar nichts. So, und heute wissen wir, das waren diese ganzen Penner hier vom Wohnungsamt, vom Korps, die da rumliefen. Und das auch gesehen haben als Zeugen, was da gelaufen ist. Ich weiß bloß nicht, ob Idiot Korps dabei war. Weiß ich nicht. Aber es ist unglaublich, was damit weiter rumlief, ne? Ja. So, das war auch nicht, ja, wir haben totale Probleme und Sie merken auch, wie ich rede. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.